Millionen Dollar stehen bereit, schätzt das Bundesamt für Verfassungsschutz. Wie die Scientologen Kritiker und Aussteiger einschüchtern und terrorisieren, darüber haben wir mehrfach berichtet. Zuständig dafür ist der firmeneigene Geheimdienst, das Office for Special Affairs, kurz OSA. Kennzeichen D-Autor Rainer Fromm, ist es jetzt erstmals gelungen, ein früheres Mitglied dieses Geheimdienstes zu interviewen. Der Aussteiger berichtet über Methoden der Scientologen, die nur einem Ziel dienen: Kritiker mundtot machen, sie finanziell und psychisch zu ruinieren. Ein Werbevideo von Scientology, dem Psychokonzern, der sich als Kirche bezeichnet. Der Verfassungsschutz warnt: Diese in Wahrheit extremistische Organisation rüstet 1999 zum propagandistischen Großangriff auf Deutschland. Ziel, die Gesellschaft zu klären, wie die Scientologen das nennen. Das heißt, auf ihren Psychokurs zu bringen. Dabei arbeitet die Organisation, was kaum bekannt ist, mit einem eigenen Geheimdienst, OSA, dem berüchtigten Office for Special Affairs. Das Office of Special Affairs ist praktisch der BND, der Scientology-Organisation, also die Abwehrtruppe gegen die äußeren Feinde, die dafür zu sorgen hat, dass Scientology ungestört expandieren kann, die sich damit auseinandersetzen müssen, dass die keine Angriffe kommen und dass die, die sich kritisch mit Scientology auseinandersetzen, ruhig gestellt werden. Zum ersten Mal hat ein früherer deutscher Mitarbeiter dieses Geheimdienstes den Mut, vor eine Kamera zu treten. 1998 stieg er aus. Nach 20 Jahren Scientology-Karriere. Die Scientology-Kirche hat Leute beschattet und verfolgt. Es wurden Nachbarn befragt, um negative Dinge rauszufinden. Es wurden Mülltonnen durchwühlt, um belastendes Material aus dem Privatleben zu finden. Und es wurden künstlich Kritiker aufgebaut, die aber in Wirklichkeit von Scientology waren. Der Gründer von Scientology, L. Ron Hubbard. Gegner nannte er Unterdrücker, die er fertig machen wollte. In diesem Dokument heißt es: Unterdrücker, rotten Sie sie aus. Eine der Aufgaben von OSA ist es, eben Ermittlungen gegen Feinde oder sogenannte Feinde durchzuführen, um Dinge über die herauszufinden, sodass man sie unter Druck setzen oder vernichten kann. Feinde der Scientology müssen natürlich mundtot gemacht werden und gemäß der Richtlinie, wenn möglich, vollständig finanziell ruiniert werden. Zu den Feinden gehören verschiedene Berufsgruppen, wie zum Beispiel Sektenbeauftragte der Kirchen, Sektenkritiker oder auch bestimmte Politiker. Freiwilliger Lokaltermin. Der ehemalige Schnüffler trifft den Rechtsanwalt, der Sektenopfer betreut und dadurch zum Unterdrücker für Scientology wurde. Mit der Aktion Mülltonne wollte man seine Glaubwürdigkeit erschüttern. So, da ist das Corpus Delicti. Wie haben Sie das damals gemacht? Haben Sie die hier ausgeleert, oder? Nein, zunächst hatten wir einen VW-Bus und haben die dann hier rasch eingeladen und sind da oben in den Wald gefahren und haben sie dann in Ruhe ausgeleert. Und da unten haben Sie die dann durchsucht? Ja, ausgeleert halt und hinter dem Gebüsch und dann eben geschaut, Schriftstücke, Medikamente, was ist, wurde dann Alkohol konsumiert und so weiter und so fort. Und Schriftstücke wurden halt eingesammelt und in die OSA-Zentrale eingeschickt. Das Handbuch für den ehrenamtlichen Geistlichen spricht den militanten Expansionswahn von Scientology offen aus. Der Zweck von Ethik ist, Gegenabsichten aus der Umwelt zu entfernen. Nachdem das erreicht worden ist, hat sie zum Zweck, Fremdabsichten aus der Umwelt zu entfernen. Das bayerische Innenministerium sieht in solchen Kampfansagen eine neue Form des Extremismus. Die ganze Technologie von Scientology, auch die Organisationsstruktur, ist eine computerhafte, sprich kybernetische. Der Mensch ist bei Hubbard eine Menschmaschine, deren Daten umgeändert werden müssen. Scientology ist ein neuer Faschismus, den man am besten Cyberfaschismus nennt, weil hier dieses computertechnische Menschenbild, Menschmaschine benutzt wird und dieses Menschenbild als Grundlage für die ganze Ideologie dient. Teil der diesjährigen Werbeoffensive von Scientology, eine Wanderausstellung hier in München. Sie soll anschließend bundesweit gezeigt werden. Neue Qualität, eine millionenschwere Kampagne. So will Scientology sein Image verbessern. Wir haben auf der anderen Seite eine gewaltige Propagandakampagne zugunsten
der Scientology, die insbesondere von den USA aus losgetreten wird. Gelegentlich beteiligen sich da sogar offizielle Stellen der Vereinigten Staaten daran. Das bedauere ich in besonderem Maße. Aber jetzt läuft eine Kampagne gegen Deutschland, insbesondere auch gegen den Verfassungsschutz, die mit 40 Millionen Dollar unterstützt werden soll. Natürlich streitet Scientology die Vorwürfe ab. Militante Ideologie und Schnüffelei gäbe es nicht. Man halte sich streng an die Gesetze. Entsprechend heißt der berüchtigte Geheimdienst OSA hier ganz fromm Presse und Rechtsamt. Sag mal, diese Floskel Geheimdienst, das ist ja eigentlich eher eine Erfindung der weltanschaulichen Gegner von Scientology. Also was es in Deutschland gibt, OSA heißt ja Office of Special Affairs, das ist eigentlich aus dem Amerikanischen übernommen. In Deutschland nennt sich das verständlicherweise ein bisschen anders, Presse- und Rechtsamt, weil damit die Funktionen am besten beschrieben sind. Das heißt, wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wir kümmern uns um rechtliche Angelegenheiten, sorgen dafür, dass steuerrechtliche Fragen geklärt werden. Das Kennzeichen D-Team wird optisch festgehalten. Ausgerechnet Freiheit heißt das Kampfblatt, in dem die Schnüffelergebnisse und Diffamierungskampagnen der Scientologen verbreitet werden. Die Scientology will eine neue Zivilisation errichten, in der die Grundrechte, wie sie unsere freiheitliche demokratische Grundordnung vorsieht, nicht gelten würden. Schon 1994 sah sich Scientology in Deutschland angeblich neonazistischen Regierungsattacken ausgesetzt. Überschrift des OSA-Dokuments im englischen Original: Zu den Waffen im Kampf gegen ein Krebsgeschwür der Menschheit. Ich denke zum Beispiel nur an diesen entsetzlichen Vergleich mit der Judenverfolgung. Umgekehrt wird vielleicht ein Schuh draus. Das, was die Scientology macht, läuft darauf hinaus, dass bestimmte Personengruppen hier verdächtigt werden, dass sie gegen sie vorgegangen werden soll. Es ist teilweise eine erbarmungslose Hetze, die insbesondere gegen Deutschland hier vorgebracht wird, mit dem Tenor, ihr Deutschen habt nichts dazugelernt.